Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir Besuch aus der Zukunft bekommen von einem jungen Mann namens Trunks, welcher behauptet, der Sohn von Vegeta und Bulma zu sein. Und ja, wir sind jetzt wieder ein bisschen hier mit Nebenquests beschäftigt und ich habe mir mal gedacht, wie man rechts vielleicht sehen kann. Ich mache das mal kurz offscreen. Ich brauchte ja nur noch zwei Sachen. Das Silbererz, das hatte ich ja schon vorher. Und ja, bei den Totenkopf Robo Zahnrad, da bin ich einfach nur, weiß ich nicht, da war eine Markierung auf der Karte irgendwo. Ich glaube, das war, sieht man ja gar nicht. Blö. Genau, das war irgendwo da. Na, der Leuchtturm war in der Nähe und da war vorher ja eine Höhle. Da ist man in die Höhle reingegangen. Da kam eine kleine Cutscene. Da kam so diese Roboter, gegen die ich sonst schon 1000 Mal gekämpft habe. Und ja, die habe ich platt gemacht und ja, dann habe ich das bekommen und dann sieht, das habe ich gefunden, indem ich ein paar Steine kaputt gemacht habe und auch auf der Karte markiert. Und ja, weiß nicht, war voll einfach. Son Goku war voll irgendwie, als er aufgehoben hat, so, boah, das war voll aufwendig, wo ich einfach nur einen Stein kaputt gemacht habe und danach so ein Ding aufgehoben habe. Also ja, war nicht schwer. Also ja, hier, wir haben alles erledigt. Dr. Briefs, hier haben Sie Wissenschaftszeugs. Und jetzt Wissenschaft. Jetzt kann ich etwas besonders Tolles fertig machen. Oh, was für eine Maschine willst du denn bauen? Was für eine? Es wird eine super Musikmaschine. Musikmaschine? In der Tat, ich habe sie so entworfen, dass sie dreidimensionale Musik spielt und dazu tanzt. Ich hatte ein paar Schwierigkeiten mit den Rhythmus-Synchronisierung, aber mit dieser Materialien kann ich endlich... Okay, okay, alles klar. Oh, sicher? Ich hätte gehofft, du würdest was Cooleres bauen, zum Beispiel ein Fahrzeug. Das wäre zu einfach gewesen. Ich lasse hier meine kreative Muskeln spielen, sozusagen. Oh, alles klar, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ja, jedenfalls bin ich dir dank meinen Schritt ein näher an mein Ziel. Vielen Dank. Apropos Fahrzeug, kann man nicht irgendwie Fahrzeuge bauen oder so? Haben die nicht irgendwie mal hier gesagt, so, wenn ich Materialien habe? Ich suche schon immer so nach Shops irgendwie, ob ich irgendwas bauen kann, aber ich habe bis jetzt nichts gefunden. So, und ja, wir haben natürlich den sein Abzeichen bekommen. Okay, warum ist jetzt der Bildschirm einmal kurz schwarz gewesen? Ja, und ich dachte, jetzt kommt direkt noch eine Cutscene oder so. So, dann gehen wir als nächstes zu Meister Kais Planet. Ich habe nämlich auch die kosmische Bananen gefunden. Keine Ahnung, die waren in diesem Sumpf, da wo wir mit Piccolo gegen Yamshu gekämpft haben, da waren überall so ein paar Bananen verteilt. Ich weiß gar nicht, wie viel ich aufsammeln musste, aber eine Menge. Ich glaube so 10 Stück und so. Und ja, die habe ich natürlich auch alle eingesammelt auf Screen und boom. War auch keine Cutscene oder irgendwie sowas. Also ja. Hey, Massaker, ich bin zurück. Ich habe die kosmischen Bananen dabei. Oh, gut gemacht. Dann zeig mal her. Hey, warte, bist du... Wie? Die kosmischen Bananen sind alle zermatscht. Achso, wie konnte das passieren? Oh nein! Dinge von der Elf vertragen die Schwerkraft hier nicht. Aber Bubbles hat sie schon einmal verspeist, oder? Warum ist das jetzt passiert? Die von der Erde hat er noch nie gegessen. Diese Frucht wurde vor 10.000 von Jahren auf die Erde gebracht. Als du zum ersten Mal hier ankamst, hattest du auch Probleme, weil du nur die Schwerkraft der Erde kannst. So wie du müssen diese Bananen also an die Schwerkraft der Erde angepasst werden. Aber wie soll ich Bubbles dann mit Früchten von der Erde füttern? Ich habe ihm doch versprochen. Da fragst du den Falschen. Hm. Vielleicht wird's wohl mal weiter Rat. Tschüss. Was? Okay. Ich stelle mir immer diesen Plop-Sound vor, den Dragon Ball Z Abridged mal vorkommt. Immer wenn Son Goku sich teleportiert, einfach so. Hey, oh, du bist zurück. Was kann ich diesmal für dich tun? Ja, es gibt da etwas. Verstehe. Nun, wenn sie zermatscht werden, dann mach doch einfach Saft daraus. Der Geschmack verändert sich ja nicht. Oh ja, das ist eine schlaue Idee.
Du bist doch schlau, Bäumer. Ich habe jede Menge Behälter, die das Zehnfache der Schwerkraft aushalten. Bring mal einige Bananen, dann bereite ich dir den Saft zu. Danke, Bäumer, ich bring dir gleich welche. Sag mich nicht, ich muss die schon wieder einsammeln. Okay. Okay. Tschüss. Ja, genau so als Zell. Und irgendwie kommt Zell irgendwie voll nicht klar auf diese Fähigkeit. Okay, kannst du mal aufhören, mitten aus der Realität einfach so zu verschwinden? Meister Kao, ich habe die Banane, aber ich musste sie erst zu Saft verarbeiten. Oh, wie raffiniert von dir. Ja, von mir. Eigentlich war es Bulmas Idee. Sorry, abgeschossen. Die Kamera ging voll durch Son Goku durch. Gut. Für den Affen. War eigentlich von Meister Kaio schon Dingens. Das kriegen wir jetzt von beiden. Ich glaube, den. Ah, nee, der ist ja irgendwie der Anführer für eine Community. Bubbles hat den Saft bis zum letzten Tropfen getrunken. Oh, oh. Ah, ah. Hey, jo. Du hast raffiniertes Gold erhalten. Wie, was ist das, Bubbles? Ist das für mich? Oh, das ist Bubbles Lieblingsgegenstand. Er will dir wohl zeigen, wie dankbar er ist. Ach so ist das. Vielen Dank, Bubbles. Ja, ich bin dann wieder weg. Warte, Son Goku. Wie, was gibt's, Maskara? Stimmt was mich? Wo ist der versprochene wo ist das versprochene Fertiggericht? Oh, das habe ich ganz vergessen. Ich bringe es beim nächsten Mal mit. Hey, warte mal. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das Mittagessen nicht ausgelassen. Ja. Was soll's. So, dann bleibt glaube ich nur noch eine Mission und dann können wir auch direkt weitermachen. Oder wir könnten weiternehmen Quest machen. Ich habe irgendwie bei Uranai Baba habe ich so Erinnerungsdinger gekauft. So Tipps, damit die irgendwie angezeigt werden, wo die auftauchen. Hat Songo noch irgendwas gesagt. Ey. So, kann ich noch nicht einstellen. Natürlich wieder eine Mission für Yamshu, ist klar. Ey. So, das ist aber gefährlich nahe da, wo ich hin muss. Egal, ich muss ja nach Hause zurück, ne? Damit es weitergeht. Ich muss ja diese Frau, die in mein Haus lebt, Bescheid geben, dass ich noch am Leben bin. Ich hoffe, wir können irgendwie Auto fahren irgendwann mal. Ich meine, das ist ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt irgendwann passiert, ne? So vor der Cyborg-Saga. Das glaube ich, Son Goku und Piccolo irgendwie Autofahren gelernt haben. Ich weiß, es war ein Filler, aber das war ein geiler Filler. Hi, Amshu. Was geht? Oh, hey, Amshu, was geht dir vor? Ich muss dir unbedingt was sagen. Ach ja, wir haben eine saftige Überraschung für dich. Saftig? Kann man die essen? Nein, was? Nein, also ich meine auf eine gewisse Weise schon. Wir haben eine Feier zu Ehren deiner Rückkehr zur Erde vorbereitet. Eine Feier für mich? Ja, wir haben alle so lange auf dich gewartet. Was wäre da besser als ein großes Miteinander bei einer Feier? Du kommst doch, oder? Oh ja. Ein Wettstreit mit Freunden. Okay, ich bin dabei. Super, okay, dann geht zur Region beim Lukadorf in der östlichen Schlucht, wenn du soweit bist. Da findet die Feier statt. Warum ausgerechnet da? Die findet doch nicht etwa bei Bulma statt. Nee, ich dachte, es wäre schon, sie mal woanders zu veranstalten. Hm, okay, dann sehen wir uns da. Klingt gut, Alter. Bis dann. Nämlich nicht Alter, Kumpel. Nämlich nicht Kumpel, Alter. Gut. Dann gehen wir mal kurz, kriegen wir auch noch hin. Ja, ne. Ich meine, natürlich kriegen wir halt noch hin. Ich will nur halt mit der Story weitermachen, weil ich bin schon gespannt. Guck ich mein die Bilder da im Hintergrund an. Das sind schon die ganzen Cyborgs. So. Ich weiß übrigens bis heute immer noch nicht, wann die Cyborg-Saga wirklich angefangen hat. Die müsste ja eigentlich mit dem Auftauchen von Trunks angefangen haben, ne? Die Saga davor war ja die Freezer-Saga, ne? Und
Aber dazwischen kam ja noch ein Filler, ne? Aber wenn wir jetzt vom Manga ausgehen, ne? Also Freezer kam ja noch vor, ne? Also könnte ja noch Ende der Freezer-Saga gewesen sein, vielleicht. Aber Trunks ist aufgetaucht. Also könnte halt auch Anfang der Cyborg-Saga sein. Aber ist auch egal. Ultraheiliger Text der Kampfkunst. So, und da ist das. So, habe ich hier so Erinnerungsdinger. Ja. Ja, wenn man Uranai Baba aufsucht, dann kann man ja so kaufen irgendwie hier. Oh, lecker. Da kann man diese Erinnerungsdinger ja kaufen und also Informationen, wo die sich befinden. Und ich habe einfach alle aufgekauft in einigen Gebieten. Damit wir ja auf Karte sehen und damit wir die leichter finden und so. Spart uns alles ein bisschen Zeit, kostet nur 1000 Zenny, die kriege ich locker wieder rein. Also, ja, warum nicht? Hey Leute, da bist du ja, Son Goku. Wir haben auf dich gewartet. Wir haben uns zwar schon gesehen, aber wir sollten dich noch einmal in größeren Rahmen willkommen heißen. Boah, danke, Leute. Wir können uns später noch unterhalten. Bringen wir die Party in Schwung. Es gibt ein leckeres Buffet. Toll, du bist die Beste, wohl mal. Was? Hoppla, wie geht er? Du auch hier? Hm. Hätte nicht gedacht, dass er kommt. Ja, ich habe ihn mitgeschleppt. Hab gesagt, sonst kommt er nicht zu essen. Blöde Erdenfrau. Los jetzt, weniger reden, mehr essen. Hauen wir rein. Am besten schwelgen Son Goku und die anderen in Erinnerung an ihren Aufenthalt auf dem Planeten Namek. Ha, wisst ihr noch, wie Krillin gestorben ist? Sie reden über Dende und den oberältesten Guru und über den Kampf gegen das Ginyu-Sonderkommando und Freezer. Aber das ist noch nicht alles. Sehr beeindruckend, dass ihr einen Superschurken wie Freezer besiegt habt. Aber er konnte fliehen. Trotzdem bist du einfach unglaublich, Son Goku. Du ziehst immer diese krassen Stunts ab. Gibt es irgendetwas, was du nicht kannst? Diese Super Saiyan-Verwandlung. Du spielst jetzt wirklich in einer eigenen Liga. Ohne dich hätten wir Freezer nie besiegt, Son Goku. Du bist der Hammer. Ich glaube, man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Son Goku jetzt der Stärkste im Universum ist. Ja, da könntest du recht haben. Das dulde ich nicht, verstanden? War gar nicht noch nur eine Sekunde zu glauben, du wärst der Beste, nur weil du zum Super Saiyan werden kannst. Vegeta. Kämpf gegen mich, Kakarot. Sagen wir mal, du bist wirklich der Stärkste, dann wäre ich doch die Nummer 1, wenn ich dich besiege. Was ist das für ein Problem, Vegeta? Sei nicht so ein Spaßverderber. Okay, Vegeta, ich bin dabei. So, Goku, im Ernst. Und beide tragen die beklopptesten Outfits überhaupt, merke ich gerade. Das wirst du noch bereuen, Kakarot. Vor allem Son Goku hat doch irgendwie von sich überhaupt nichts behauptet, irgendwie so. Die anderen haben den noch alle. Ja, kannst du das, Vegeta? Boah. Sind da irgendwie voll die Luft raus hier, die schon wieder kämpfen. Doch voll den Spaß für den Kampf, der irgendwann kommen wird. Oh. Hält aber schon viel aus. Na, ist halt Vegeta, ne? So, ich nehme an, ich verwandle mich zurück, wenn mir die Ki ausgehen, ne? Also ja. Sollte vielleicht darauf achten, dass das nicht passiert. Ich will mal sehen. Ich muss ja gucken, wie das funktioniert, ne? Ja, okay. Das ist noch im menschlichen Maßstab, wie das hier runter geht, also. Ich bin, weiß ich nicht, vor allem Dragon Ball Z Budokai 1, aber so bescheuert, ne? Hat's irgendwie, da kannst du dich ja auch verwandeln im Kampf und Son Goku hatte irgendwie, weiß ich nicht, erst 4 oder 5 Kaioken Stufen, so Kaioken 2, 3, 4, 5 und dann konnte sich erst in Super Saiyajin verwandeln, so nach 5 Verwandlungen. Und ja, Super Saiyajin hat halt Unmengen von abgezogen, dann ist gar nicht gelohnt, ey.
im Vergleich zum Beispiel wie Vegeta, wer weiß, ich habe nur eine Verwandlung an und da war der Super Saiyajin, also ja, und aufgestiegen. Sieht aus, als gewinne ich diese Runde. Da, wir sind noch nicht fertig. Ich will eine Revanche. Wow, Vegeta, du willst wirklich noch mal? Das reicht. Ihr Schwachkopf, ihr habt das ganze Essen umgeworfen. Ups, tut mir leid. Ihr ruiniert die ganze Feier. Könnt ihr eure Differenzen nicht aus dem Weg räumen, ohne hier alles zu verwüsten? Was ist das? Das sind B-Pedal-Robo-Walker, die meine Firma gerade entwickeln. Wenn ihr beide euch unbedingt miteinander messen müsst, dann macht doch ein Rennen damit. Sei nicht albern, warum sollten wir diese Apparate benutzen? Hey, das könnte lustig werden. Ich wette, dass ihr euch mit so einem Schlag, dann wäre ich auf gewisse Weise sehr stark sehen, um mir so ein Tetsu wohl gerne. Dann lasse ich mich mal in einen einsteigen. Ich würde auch gerne wissen, wie ich mich darin schlage. Na dann, damit wären wir offenbar unsere, hätten wir damit unser nächstes Partyspiel gefunden. Okay, Leute, lass uns ein denkwürdiges Rennen veranstalten. Der erste bekommt von mir einen Spezialpreis. Allerdings im angemessenen Rahmen. Ich habe schließlich meine Grenzen. Echt jetzt? Deine Grenzen liegen aber wesentlich höher als das bei sonst irgendjemanden. Der Preis könnte also praktisch alles sein. Die Feier sprengt gerade alle Grenzen. Haha, ja, das machen wir wohl gerade. Okay, lass uns mit dem Rennen loslegen. Und Krillin ist im Ziel. Gut gemacht, Lin. Damit bist du zwischenzeitlich Erster. Boah, wirklich? Wahnsinn. Der Spezialpreis gehört so gut wie mir. Saubere Arbeit, Krillin. Ach, er ist schneller. Jetzt kommt Son Goku. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding lenkt, aber ich werde es mal versuchen. Ja, mal los. Okay. Bei dem B-Pedal Robo Walker Zeitangriffen rennst du gegen die Uhr, während du auf deinem Weg zum Ziel durch Kontrollpunkt läufst und springst. Pfeile weisen dir im Weg zum Ziel. Mein Springuhr, wer weiß, vielleicht findest du ja so weit nützliche Abkürzungen. Okay, Mineralader. Was? Springen. Ich nehme an, Mineralader muss ich nicht machen. Also ich brauche eigentlich nur. Okay. Warum nicht? Ja. Okay. Das ist eine sehr komische Strecke hier. Jetzt lang. Also merkwürdig. Was? Das Rennen beginnt von vorn. Oh, ich drücke alle Knöpfe. Wahrscheinlich schneller. Okay. Sehr merkwürdige Steuerung, ehrlich gesagt. Aber nein, das weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, irgendwie will ich schnell sein oder so. Ach Mann. Okay. Was? Need for Speed, was? Komm schon, ich dachte, der Rennen fängt von neu an, wenn ich runterfalle. Springen, aussteigen. Warte mal, jetzt habe ich doch noch ein kleineres Zeitlimit.
So, ich muss doch gar nicht da oben hin, ne? Ich kann einfach hier. Oh. Ach, da oben ist ein Kontrollpunkt oder was? Ja. Da kann ich noch mal neu versuchen, danke. Ja, voll kompliziert, ey. Nicht kompliziert, aber ich nehme an, da oben ist so ein Ding. Ja, okay, da ist ein Kontrollpunkt. Okay, ich wollte schon sagen, warum ich nur so wenig Zeit, ey. Kontrollpunkt 0 von 4, alles klar. Na, oh, mich stört hat voll der so ein sehr dämlicher Sprung ist. Ja, ich voll an Jedi Power Battles, ey. Wo du nicht wirklich irgendwie Distanz weggelegt hast, wenn du gesprungen bist, ey. Du bist einfach nur nach oben gesprungen. So. Erinnert mich voll irgendwie an die ganzen Minispiele aus Kingdom Hearts, ey. Oh mein Gott, ehrlich. Ja. Ja. Ich extra für den Mister springen, ey. Ja. Frustriert mich schon so ein bisschen, das Minispiel im Moment. Alter, ehrlich? Geh weg. Hey, was ist das? Oh. Oh. Was ist das denn für ein Dreck? Oh, okay, ich glaube, diese Folge wird nicht mehr Story-Relevanz passieren. Aber dann weiß ich jetzt noch, was ich im Rest des Parts mache. Zwei Erinnerungsdinger suchen. Jetzt gedacht, hier ja, diese Quest, die kriegen wir jetzt auch noch locker hin. Da können wir noch mit der Story weitermachen, aber ich glaube, hier ist so ein kleiner Stolperstein gerade aufgetaucht. Na, zu weit. Na, geh weg. Ja, ich gehe mal von hier aus runter, vielleicht. So, wer ich treffe, da darf ich jetzt nicht wahr sein, ey. Boah. Also wenn ich wenigstens schnell laufen würde, ne? Okay, da weiß nicht, erster Eindruck von dem Minispiel schon mal sehr kacke, also ne. Warum muss ich an so einem bescheuerten Ort hier überhaupt? Also anstatt auf irgendwie so eine lange Straße oder so mit ein paar Hindernissen oder so. Hey, ich muss hier so einen bekloppten Berg hochklettern, ey, das ist auch voll kacke. Und der Dinosaurier, der hat mich auch irgendwie angehalten. Na gut. Gut, schon mal ganz vorsichtig eben durch die Gegend rennen. Okay. Muss eigentlich nur zu den Checkpoints hin, ne? Boah. Ey. Okay. Steuerung ist so komisch, ey. Boah, ich dachte, ich würde irgendwie. Nein. Okay. Da ich tue überhaupt nicht nach vorne irgendwie springen. Okay. Nee, irgendwie kannst du nicht schneller fahren. Ich würde sehr toll finden, wenn das Ding schneller fahren könnte, aber. Boah.
Ich verstehe nicht. Manchmal läuft er über einige Steine und also will es auch nicht unbedingt springen für so ein kleines Ding, ne? Weil, hallo? Oder lang? Weil irgendwie weil nicht zehn Jahre dort bist irgendwie wieder am Boden bist, ey. So, ich habe nicht so viel Zeit mehr. Ja, das ist das Ziel. Oh Gott, ich dachte, ich fall da runter. Okay, lass das nie wieder machen. Ich hoffe, ich muss nicht irgendwie so mal ein Minispiel oder irgendwie so machen, um irgendwas freizuschalten. Was geschafft, Son Goku, du bist schneller als Krillin. Hey, super. Das gibt's doch nicht. Kann ich dich denn niemals besiegen? Keine Angst, Krillin, der Mächtige Yamshu wird dich rächen. Zeig ihm, aus welchem Holz du geschnitzt bist, Yamshu. Oh, Yamshu ist dran. Vor euch steht der Sieger. Und Yamshu ist im Ziel. Wow, Yamshu, du warst wirklich schneller als Son Goku. Ja, ja, das war ich. Ja, er hat ja auch vorher schon mal mit so einem Motorrad gefahren und so, ne? Saubere Arbeit, Yamshu. Ha, was soll ich sagen? Ich bin eben echt ein Profi. Und ein echter Profi. Aber das Rennen ist noch nicht vorbei. Der nächste könnte deinen Rekord noch schlagen. Hm, tja, stimmt wohl. Wer kommt denn jetzt, Bulma? Mal sehen. Jetzt müsste Vegeta dran sein. Ja, Vegeta. Fällt mir ein, ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Wie geht das abgedampft? Er meinte, er hätte was Besseres zu tun. Unglaublich, so ein Blödmann. Okay, wenn mir geht, vergiss, kommt jetzt Piccolo. Ich passe. Bist du sicher? Okay, okay, dann bleibt noch mal sehen. Dann war's das, ich habe gewonnen, oder? Nicht so schnell, Wolfsjunge. Du hast uns vergessen. Ach, ihr macht auch mit? Wir sind sogar schon gefahren, während ihr euch unterhalten habt. Was, ihr seid schon fertig? Hey, ja, und Pol hat die Zeit gestopft, damit alles fair läuft. Und was haben die beiden für eine Zeit, Pol? Sie waren wesentlich schneller als du, Yamshu. Was? Ja, aber ich wollte doch gewinnen. Keiner hat gesagt, dass man nicht im Team antreten darf. Ich habe die beste Strecke gesucht, damit Olong sich auf das Fahren konzentrieren konnte. Boah, ihr seid echt gut. Tja, da jetzt keiner mehr kommt, haben wohl Muten Roshi und Olong gewonnen. Klingt so. Joho, yippie. Ich frage ja nur ungern, aber was wollt ihr für einen Preis? Tihihi. Das ist einfach. Wir wollen höchste. Oh, der Roboter wollte offenbar nichts Perverses von euch hören und ist einfach in die Luft geflogen. Moment mal, ihr habt eindeutig. Ach, wisst ihr was? Ich vergesse es. Aber sie haben eine krasse Zeit hingelegt. Es war genauso schockiert wie der Rest. Perverse Gedanken sind eine enorme Kraftquelle, zumindest bei uns Menschen. So haben sie also gewonnen. Du bist ein wahrer Wissensquell, Yamshu. Ist das Wartenschein an? Frag mich nicht sowas. Okay, Themenwechsel, vielen Dank. Ja, ihr habt euch kein bisschen verändert. Das Rätsel soll natürlich bei uns verändern. Warum sollten wir uns nicht verändern? Ja, ich meine, denk noch mal nach. Du bist jetzt zwar der stärkste im Universum, aber doch immer noch der Affe. Oder Son Goku, immer noch der Affe, oder... Was? Der Alte, boah. Oder Son Goku? Ja, es wäre echt schlimm, wenn du plötzlich anders zu uns wärst. Guter Punkt. Bleib weiter, du Son Goku. Und wir bleiben wir. So soll es sein. Yay. Gut. Alles klar. Oh, dieses ganze Rede über Veränderungen erinnert mich an die Zeit, als du auf Namek den Körper mit Kim Genio getauscht hast. Wo du aus... Mit jemandem den Körper getauscht? Ach ja, habe ich ganz vergessen. Das war krass. Und so bereiten alles von Goku eine schöne Rückkehr. Da kriegen wir dadurch jetzt irgendwie diese Medaille von Genio oder was? Wir wollen Höschen für Mädchen. Verdammte Trottel. Aufgestiegen. So, jetzt haben wir unwichtige Sachen erledigt. Jetzt können wir trainieren. Ja, so gut. Ja, jetzt noch mal extra weitermachen. Das ist ein bisschen doof. Also, los gehen wir hier hin. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich die Dragon Balls auch gesammelt habe? Ich glaube, ja, ne, oder? Nee, weiß ich nicht.
Ich hatte gehofft, dass ich dadurch Freezer wieder beleben kann, damit wir dem wieder bekämpfen können und die Abzeichen bekommen oder so, aber nö, anscheinend noch nicht. Aber wenn ich mir das wünschen kann, dann habe ich schon mal die Dragon Balls. Also ja, muss ich die nicht noch mal suchen, ne? Das ist auch gut. Und Zenny und was weiß ich, was man alles bekommen kann, das brauche ich alles nicht. Schildkrötenschule Tutorial. Son Goku und Krillins Training bei Muten Roshi startet in aller Herr Götters früher. Die beiden haben ein mörderisches Pensum zu bewältigen. Morgens trainieren sie ihre Körper, danach folgt ein mentaler Workout. Da er eher von seinen Fäusten als mit dem Kampf denkt, schafft es Son Goku nicht, bei der theoretischen Seite des Trainings mitzuhalten. Ja, ne? Hat irgendwie nichts gemacht, Muten Roshi. Da gibt es irgendwelche Attacken, die ich noch lernen kann. Ultimatives Schere Stein Papier auf Level 40, alles klar. Muss noch nicht. So. So, Erinnerung Dinger. Hier ist noch ein Boom. Ja, finde ich gut, in so Dragon Ball Erinnerungen zu schwelgen. Schon sehr lange her. Also, das ist ein Campingplatz. Bis jetzt kam auch noch alles Sachen, die ich mich nur erinnern konnte. Ja, hat die irgendwie lesen geübt haben oder so. Oder so. Ich weiß nur, die irgendwie nicht was vorlesen mussten immer und weiß nicht. Hat schon Son Goku Probleme gehabt. Und ja. Jetzt kam noch alle Sachen, die ich noch in Erinnerung hatte. Ey, boah, wie viele Gegner sind denn ja? Die sind überall und nirgendwo. Manchmal sogar zur selben Zeit. Wo sind da? Irgendwo. So. Ja, und von hier habe ich schon irgendwie. Aber ich kann ja noch mal ansprechen, so zur Sicherheit. Ah ja, genau, das habe ich schon gesehen sogar. Die gemeine Hasenmafia, Son Goku, Bulma und Oolong gehen in die Stadt, um Treibstoff anderer Kleidung und weitere Vorräte zu besorgen. Allerdings scheint bei ihren Eintreffen irgendwas nicht zu stimmen. Die Stadtbewohner fürchten sich vor Bulmas Häschenoutfit, dass sie sie fälschlicherweise für ein Mitglied der Hasenmafia halten, die Stadt terrorisiert. Son Goku macht kurzen Prozess mit den einfachen Schlägern der Mafia, allerdings rufen sie ihren Anführer, das Karottenmonster. Der Anführer Rasenmafia benutzt eine spezielle Kraft, um Bulma in eine Karotte zu verwandeln. Okay, ich habe gerade gesagt, dass ich mich nur an alles erinnern kann, aber das habe ich, glaube ich, als Kind nie gesehen. Ja, mit der Hasenmafia. Irgendwann später habe ich das nur so gesehen. Ich glaube, das war eine von wenigen Folgen, die ich verpasst habe von Dragon Ball damals. Von Dragon Ball Z habe ich nur eine Folge damals, als er zum ersten Mal ausgestrahlt ist, verpasst. Das war gegen das Genio-Sonderkommando, wo Son Goku gegen Bata und Jace gekämpft hat. Und ja, das war wirklich die einzige Folge, die ich verpasst habe in Dragon Ball Z damals. Und ich meine, war noch irgendwo eine. Da. Ja, ich wollte drei, hatte drei oder so gekauft. Mit Dragon Ball, das mit der Hasenmafia habe ich auch irgendwie nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Dann irgendwie soll Son Goku den Hasen auf den Mond geschickt haben. Das ist halt irgendwie Trunks in der Bridge irgendwie von Son Gokus Abenteuern erzählt hat. Ja, als Son Goku so alt war wie du, hat er schon eine Armee erlegt, viele Dämonen besiegt und einen Hasen auf den Mond geschickt. Hast du das letzte gerade erfunden? So, wie habe ich das bestimmt verpasst? Wir müssen irgendwie zu bestimmten Zeiten erst spawnen, nehme ich mal an. Milch dank der Schildkrötenschuhe. Daran kann ich mich erinnern. Das war ja Training. Da mussten die Milch ausliefern. Nicht so Bäume hin und her laufen und so. Nachdem sie gerade erst mit dem Training bei Muten Roshi begonnen haben, hat Son Goku und Krillins erste Aufgabe nichts mit Kampfkunst zu tun, sondern besteht darin, Milch auszuliefern. Die beiden können keine Fahrzeuge benutzen, sondern müssen stattdessen springen, im Zickzack laufen, lange Treppen hinaufsteigen und Flüsse überqueren. Obwohl ihr Training gerade erst begonnen hat, sind sie verständlicherweise erschöpft. Allerdings warten auf sie noch anstrengendere Übungen. Hey.
Ja, deswegen sollte ich vielleicht warten, bis Son Goku wieder steuert, damit ich soll ich mich mal hier gucken. Dafür braucht man irgendwie ein Fahrzeug. Ich habe mal einen so einen Typen angesprochen und der meinte, ich brauchte ein Fahrzeug. Wir fahren hier Autorennen. Wenn du mitmischen willst, besorgt du zuerst einen Wagen. Warte mal, habe ich jetzt überhaupt? Oh, okay. Was ist denn der Luftzug? Der sieht zufällig aus. Oh, pff. Okay. Okay. Gut. Also ja. Wir tun mal, hier habe ich glaube ich, ich kann noch mal hier nachgucken, vielleicht ist jetzt mit Son Goku hier was gespawnt. Also Story, ich möchte jetzt nicht mehr das Story weiter irgendwie machen oder so, außer es kommt dann mit dem Outfahren als nächstes, da wäre gut. Also einzige Filler, ey, weißt du, Dragon Ball Z hat wenig Filler, ne, aber diese drin haben, sind sogar halbwegs habe. So, lass mich mal mit dir reden. Boom. Ich habe sogar noch nicht alles hier. So, dann muss ich 1000 Zenny bezahlen und dann werden die auf der Karte markiert und dann kann ich einfach da hingehen, statt die suchen zu müssen. Das ist auch schön, oder? Noch einfach was. Da habe ich ja schon mal alles hier abgecruised, ne? Ja, da war ich glaube ich nur mit Son Gohan oder Piccolo unterwegs, ne? So, jetzt hat er nichts mehr. Gut. Ja, da macht es ein bisschen einfacher, also würde ich sagen, da war ich definitiv schon. Also ja, die sind definitiv erst später am Spawn. Also ja, hier war ich definitiv schon mal vorher. Also, ja, die scheinen erst so storymäßig erst aufzutauchen später. So. Oh, ich war schon wieder gesidetrackt hier. Ich wollte das Ding einsammeln. Oh, was ist das denn hier? Das ist ein Gegenstand, ne? Goldene Kompass. Durch die Verfügung der Dunkelheit. Es gibt nur eine Möglichkeit, die tiefen Son Goku schlimmernde Kraft zu wecken und Dämonenkönig Piccolo zu besiegen. Ultraheiliges Wasser, das echte. Das ultraheilige Wasser zu halten, stoßen Son Goku und Yajiro tief in die Höhlen am Ende eines Eislabyrinths weit im Norden vor. Nachdem er die Prüfung der Dunkelheit abgeschlossen hat, kann Son Goku schließlich das ultraheilige Wasser trinken. Allerdings weiß ich das Wasser als Gift, das Personen nur dann Kraft verleiht, wenn sie eine mächtige Wirkung standhalten können. Ja. Jetzt tut er halt einfach so runter schlingen, als wäre nichts, ne? Sowieso Energy Drink für den jetzt. So, da. Ne, ne. Ich hoffe wirklich, wir müssen nicht irgendwie, weil nicht um irgendwas Besonderes zu bekommen, irgendwie mit diesen Robotern mal durch die Gegend laufen, weil einfach voll nervt. Und anzügliche Form an La Olong. Als Son Goku und Bulma in den Dorf eintreffen, in dem sich der nächste Dragon Ball befindet, haben sich alle Dorfbewohner in ihren Häusern verbarrikadiert. Sie verstecken sich vor dem, als Olong... Was du das, Son Goku? Sie verstecken sich vor dem als Olong bekannten, gestaltwandelnden Monster, das angeblich junge Frauen entführt und diejenigen mit dem Tod bedroht, die es davon abhalten wollen. Bulma bietet an, dass sich Son Goku um Olong kümmert, wenn sie dafür den Dragon Ball erhält. Alles klar. So. Na, da waren wir ja schon mal, ne? Herbstor Corporation. Können wir mal hier ausschalten. Das ist ja ein neues Gebiet, oder? Nein, kam aus. Ich muss mal wissen, wo Uralai Baba in dem Gebiet ist. Will das, glaube ich, ein bisschen einfacher machen, ne? Ah, wir können bei der Schildkrötenschule ja noch Belohnungen abholen. Haben bestimmt wieder Dutzende Dinger davon erledigt, ne? Ja, muss jetzt aber auch nicht unbedingt sein, ne? Aber
Kann den Part gleich beenden und weitermachen. Warte mal, da habe ich mal Pinkes gesehen. Irgendwas da drin. Da. Unsere Community ist, die kommen auch leveln. Pinguin. Tolles Buch für Erwachsene. So. Du, gib mir Zeugs. Oh, was? Das ist alles. Jo. Okay. Oh nein, Papa, wo bist du? Sind bestimmt irgendwie Erinnerungen unter Wasser oder so versteckt, ne? Pass auf. Gott. Ich dachte, da wäre irgendwas sehr Fettes. Ein riesengroßer Kiva. Wo ist die Alte? Da, wo dieses eine Dorf ist, ne? Da kommt Rauch her, aber das ist da denn? Ich meine, das sind einfach nur so Campinglager, ne? So, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, ich will da hin. Ah, schön. Goldener, lebhafter Fisch. Oh Gott. So. Hey, da habe ich so eine gesehen. Stoffhupe, Porunga. Und hey, habe ich so von allein gefunden. Hier, guck mal da. Er ist aus guten Grund, Muten Roshi. Son Goku und Krillin beginnen schließlich mit ihren richtigen Training bei Muten Roshi. Krillin ist jedoch von Anfang an überwältigt, wie anstrengend es ist. Muten Roshi behauptet, ihre nächste Aufgabe relativ einfach, nur 2 20 Kilo schwere Schildkrötenpanzer vor. Danach teilt er Son Goku und Krillin mit, dass sie ihre Übung ab morgen mit den schweren Panzer auf den Rücken absolvieren müssen. Jetzt frage ich mich ja bis heute noch, ne, ob sowas wirklich so in echten Leben irgendwie passiert, wenn du irgendwie, weil nicht, mit Gewichten durch die Gegend läufst, ne? Ob du dann wirklich irgendwie, weiß nicht, kräftiger dadurch wirst. Weil ja Rock Lee bei Naruto zum Beispiel. Muss ich mal kurz da hingehen. Was wirklich irgendwie hilft, wenn er irgendwie, weiß nicht, Gewichte trägt und damit irgendwie, ach, das ist ja sogar, dann wirklich irgendwie helfen soll. Ey. Ich denke mir einfach, du machst ja einfach nur die Knochen kaputt damit. Weil, stell dir mal vor, du läufst jeden Tag mit so einem 20 Kilo schweren Panzer hier durch die Gegend. Ne? Da machst du da einen Rücken mit voll den Schrotze dann noch voll, anstatt irgendwie, weiß ich nicht, stärker zu machen. Weil das ja schon mit, weiß ich nicht, 40 irgendwie Rückenprobleme und kannst nicht mal laufen oder was weiß ich. Ey. So stelle ich mir das vor. Wenn ich vorstelle, dass das gesund ist, verkrüppelt einen auf Leben, habe ich so das Gefühl. So, in irgendeinem Gebiet habe ich noch irgendwie so Erinnerungsdinger gekauft. Hier war das auch nicht Dreck. Oh nein, Baba war irgendwo hier, ne? Da. Sollte mir mal notieren, irgendwie, wo ich schon alle hab. Wo nicht. Okay. Ah, oh, war schon alle. So. Ich würde sagen, danach war es halt auch für diesen Part da. Wir müssen halt jetzt hier nicht noch, weiß nicht, herauszögern und so. Wenn wir mal irgendwie so notieren und so, welchen Gebiet schon alle habt, damit ich dann nicht immer umsonst hinrennen und so.
Und ja, wie gesagt, 45 Minuten reicht doch, mein Gott. Aber noch ein bisschen Content hier reingemacht, ne? So auf Boden. Mal hier. Shenlong erscheint. Oh, ich will mir Höschen wünschen. Die Pilaf-Truppe stiehlt Son Goku und seinen Freunden die Dragon Balls und kann schließlich Shenlong rufen. Pilafs Traum von der Weltherrschaft steht kurz vor der Erfüllung. Plötzlich springt Oolong herbei und nennt seinen Wunsch, bevor Pilaf die Gelegenheit hat, seine eigenen zu Ende auszusprechen. Oolongs Egoismus und seine Verdrehtheit rettet schließlich die Welt. Ja, du sagst nicht, dass er sich ein Höschen gewünscht hat. War nicht so, so dass in der japanischen Version, dass sich irgendwie Bulmas Höschen oder so gewünscht hat oder so. Ich weiß ja gar nicht mehr. Da haben sie auch irgendwie so einen Witz gemacht in Dragon Ball Z Abridged. Also, nee, ich meine, das hat irgendwie so einen Hintergrund. Na gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich habe so ein Gefühl, entweder fahren wir Auto in der nächsten Folge oder die Cyborg-Saga geht schon los. So oder so, wir werden die Story fortsetzen, außer ich sehe jetzt hier noch irgendwie noch eine Story aufploppen, ne? Nö. Gut, ist ja alles abgeschlossen und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.